Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein ganz, ganz tolles Video, denn ich zeige euch die Box von Mrs. Bella, nämlich diese Black Friday Box. Die gab es nämlich letzte Woche schon und ich hatte leider keine Zeit, eine zu besorgen, aber ich habe eine so tolle Freundin, die mir besorgt hat und heute habe ich sie getroffen und sie hatte sie dabei. Und es ist irgendwie was ganz Krasses passiert. Also ich bin ja eigentlich einer, der seine Emotionen in Grenzen hält oder sich nicht in Sachen irgendwie reinsteigert. Aber ich habe mich so unglaublich über diese Box gefreut, dass ich erst total begeistert war und dann die ein oder anderen Freudentränen hatte. Ich weiß nicht so ganz warum, weil letzten Endes ist es nur eine Box, aber ich glaube einfach, weil ich die Person dahinter so sehr mag, ist es einfach sehr emotional, keine Ahnung. Ich habe mich einfach nur mega gefreut und ich weiß ja auch, dass da so Autogramme drin sind. Und deshalb fand ich das auch noch cooler. Sie ist unglaublich in Sachen Make-up, also 100% professionell und gleichzeitig mega lässig drauf. Und diese Kombination finde ich einfach genial. Wenn sie sagt, die Produkte sind gut, dann sind sie es gut. Und ich finde es voll cool, wenn Bella das sehen würde, das Video, denn ich möchte dir eins sagen, ich mag dich. Dadurch finde ich cool. Und tada! Das ist die Box, die Black Box von Mrs. Bella. Und ich habe mich den ganzen Tag beherrscht, diese Box nicht zu öffnen. Und wisst ihr eigentlich, wie schwierig das für mich ist? Verdammt schwierig. Und ich finde ganz schön hier, dass da steht positiv Vibes only. Und dann steht da auch schon hier Bella. Und es ist der Moment gekommen, dass ich sie endlich öffnen kann. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann sie öffnen. Die Boxen sind ja von DM und haben einen höheren Wert als 5 Euro. Also die haben 5 Euro gekostet. Und davon wird auch noch, glaube ich, 5% gespendet. Und jede DM-Filiale spendet irgendwo anders hin. Und bei uns ist das jetzt zum Beispiel ortsintern. Das geht dann, glaube ich, auch an irgendeine Kinderstation, glaube ich. Also eine schöne Sache, eine schöne Aktion. Und ich habe gehört, der Antrag für diese Boxen waren extrem groß. Also, so wie ich gehört habe, durfte jede Familie nur eine Box kaufen. Und sie waren innerhalb von ein paar Stunden ausverkauft, also zumindest online. Wobei ich jetzt von der Freundin gehört habe, dass in der Filiale, wo sie war, abends noch welche da waren. Aber ich weiß natürlich nicht, aber ich bin froh, meine zu haben. Ich bin echt happy. Und dass sie es auch gemacht hat und sich da komplett drum gekümmert hat. Der Moment ist gekommen. Tada. Oh Gott. Oh mein Gott. Das Autogramm, das Autogramm. Oh mein Gott. Ich finde allein, dass diese Autogrammkarte dabei ist, echt cool. Und zufällig habe ich auch gerade im Aldi einen roségoldenen Bilderrahmen gekauft. Ja. Was steht denn auf der Rückseite drauf? Ah, oh, hier ist, okay, hier steht etwas geschrieben. Ich halte das mal hier rein. Und ich muss das jetzt erstmal selbst lesen. Schön, dass du dich für meine selbstgestaltete Box entschieden hast. Ich hoffe sehr, dir gefallen die Produkte und du hast Spaß daran, sie gut, sie zu benutzen. Bis bald, Bella. Sehr schön. Schöne Idee, schöne Karte. Was will man mehr? Jetzt kommen wir aber eigentlich zu dem Inhalt überhaupt. In jedem Produkt steht auch ein kleiner Text. Und direkt sticht einem das Kokosöl ins Auge. Kokosöl nativ. Kokosöl kann man ja für alles verwenden, zum Kochen oder auch generell für die Pflege, für die Haare. Und ich wollte mir auf jeden Fall mal Dinge raussuchen, die man alles mit Kokosöl machen kann. Und ich glaube, das wäre auch eine richtig coole Videoidee. Das Coole ist, es ist auch wirklich so ein bisschen versteckt. Man muss jetzt richtig anfangen zu kramen. Dann habe ich eine Heilerdenmaske von Clean. Also ich muss auch sagen, Tonerdenmasken sind immer gut. Also wenn ihr auch mal so generell so erdige Sachen oder auch Aktivkohle, das sind wirklich gute Masken. Also die ziehen wirklich jeden Schmutz aus den Hautporen. Dann ist hier Balea Beauty Effect Augengel Pads. Ich glaube, das hatte sie auch mal in einem Video empfohlen gehabt. Kühlt und unterfricht bei Schwellungen. Aufpolstereffekt. Wie viel sind denn dann hier drin, dann frage ich mich gerade. Also so wie ich das gesehen habe, reicht das hier für 3 Anwendungen. Finde ich ganz gut, wenn man mal wirklich was vorhat. Ah, oh, ein Nagellack. Also ich hoffe sehr, dass ich den hier nicht habe, aber ich habe auf jeden Fall so einen ähnlichen. Nur statt den ich habe, ist ein Ticken dunkler und das kann auch schon viel ausmachen, gerade bei solchen Nude-Tönen, finde ich. Aber ja, finde ich eigentlich ganz cool. Nun kommen wir zum letzten Produkt und das ist ein Light and Shadow Blush.
Und der sieht echt cool aus. Contouring Plush. Okay. Der sieht eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Also ich glaube, der hat einen bestimmten hübschen Glow. Genau. Und das war das fünfte und letzte Produkt. Ja, und heute ist ja auch der 1. Dezember. Dann dachte ich mir, könnte ich ja auch den ersten von dem Maybelline-Kalender aufmachen, das erste Türchen. Weil in meinem letzten Video habe ich ja schon die ersten von Douglas geöffnet und habe mich so viel darauf angesprochen. Ich habe, glaube ich, mir Ärger bekommen, dass ich den schon geöffnet habe. Aber ich habe auch viel positive Resonanz gehört und ein paar haben sich den auch nachgekauft. Das finde ich dann auch immer cool, dass ich damit auch Leute inspiriere. Und ich gehe jetzt mal kurz mein Maybelline-Kalender holen. So, und hier oben, da ist die 1. Jetzt gucken wir uns das mal an. Oh, der ist schön. Ich lege mal kurz den hier weiter. Da ist der Keks. Oh mein Gott, das sieht richtig, richtig hübsch aus. Und nur 60 Sekunden zum Trocknen. Letztes Jahr habe ich gar nichts von diesen Boxen mitbekommen, aber ich glaube, es gab schon mal solche Boxen. Und natürlich war die ja, als ich davon mit Spitz bekommen habe, alles weg gewesen. Und dann wurde das relativ hoch gehandelt, auch im Internet, was ich ein bisschen krass fand. Ja. Ja, schaltet auf jeden Fall demnächst nochmal ein zu einem neuen Video von mir. Und bis dahin habt eine schöne Woche und genießt jetzt diese vorweihnachtliche Zeit und Backplätzchen oder so. Und ja. Tschüss!